Frau Ursula Monheim. Die Ursula, komm hier noch mal ein bisschen nach vorne. Ich habe heute die Zeitung aufgeschlagen und habe, das ist eine große Leverkusener Zeitung, habe eine Umfrage gesehen, die besagt, dass Rot-Grün hier die absolute Mehrheit bekommt. Ist sowas besorgniserregend für uns? Also ich glaube nicht, dass das besorgniserregend ist, denn ich mache eine völlig andere Wahrnehmung. Und wenn man mal schaut, wer diese Umfrage gemacht hat, dann ist das ein Unternehmen, die wesentlich im Raum Köln ihre Befragungen vornehmen. Und der Raum Köln ist nicht repräsentativ, weder für Leverkusen auch und erst recht nicht für Nordrhein-Westfalen. Und für jeden, der ein bisschen versteht von Meinungsumfragen, fällt natürlich auch auf, dass ganz bestimmte Bereiche bei dieser Frage völlig außen vor gelassen werden. Es wird nicht gefragt nach Wirtschaftskompetenz, wo die CDU immer einen großen Vorsprung hat vor der SPD. Es wird nicht gefragt nach der Fähigkeit, mit Finanzen umzugehen, Haushalt zu konsolidieren. Und auch da würde das Ergebnis völlig anders aussehen, als das dargestellt ist. Also insofern, repräsentativ sehe ich diese Umfrage nicht. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, um unseren Wählern zu sagen, bitte geht wählen am 9. Mai, denn wir müssen wirklich dafür sorgen, dass jeder, der eine CDU-geführte Regierung nach dem 9. Mai haben will, auch tatsächlich gehen muss und seine beiden Kreuzchen machen muss. Das ist sicherlich ganz wichtig. Hast du absolut recht, Ursula, ist auch sehr beruhigend, aus deinem Munde zu hören. Jetzt blickst du ja doch auf eine große Erfahrung zurück. Du bist weit mehr als ein Dutzend Jahre schon im Landtag. Die letzten 5 Jahre hast du mit der CDU-geführten Landesregierung auch Regierungsverantwortung übernommen. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Zeit, auch speziell auf die letzten 5 Jahre, was waren für dich da Meilensteine, die die CDU-geführte Landesregierung erreicht hat? Also es ist schon ein Unterschied, ob man 10 Jahre in der Opposition sitzt oder dann für 5 Jahre die Verantwortung teilt, hier dieses Land zu gestalten. Und da ist mir zunächst ganz besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir 2005, sowohl was die Finanzen anging, eine sehr schwierige Situation, ein hochverschuldetes Land übernommen haben, dass wir aber auch in den Bereichen, die mehr in die Gesellschaftspolitik hineinreichen, wie Kinderbetreuung, Schule, einen regelrechten Nachholbedarf hatten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen vor 2005 nur etwa 11.500 Plätze für unter 3-jährige Kinder gehabt. Das ist in einer Zeit, wo junge Frauen so gut ausgebildet sind wie nie zuvor, die auch arbeiten möchten, viele auch arbeiten müssen, dringend notwendig, dass wir mehr Plätze anbieten, damit Familienverantwortung und Beruf zu vereinbaren sind. Und wir haben in den Jahren fast auf 20% Angebote für Kinder unter 3. Ein weiterer Punkt. Wir diskutieren hier immer wieder sehr streitig die Verkürzung der Abiturzeit, der Gymnasialzeit. Das ist eine Entscheidung, die ist unter Rot-Grün gefallen. Darauf muss man immer wieder hinweisen. Aber es war nichts vorbereitet. Wir haben uns als CDU und auch die FDP damals gegen diese Verkürzung ausgesprochen, eben weil nichts da war. Was haben wir gemacht in der Zeit? Wir haben vor allem den Schülern durch Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen, vor allem in den Gymnasien, die Gelegenheit gegeben, die verkürzten Schuljahre durch eine längere Schulzeit auszugleichen. Das sind Themen, die betreffen ganz Nordrhein-Westfalen. In Leverkusen habe ich, und da habe ich mit vielen gesprochen, die Leverkusen kennen und auch die Finanzsituation von Leverkusen kennen. Noch nie hat Leverkusen so viel Fördergelder von einer Landesregierung bekommen wie in den letzten 5 Jahren. Ich will nur ganz wenig Themen ansprechen. Das ist unter anderem der große Ausbau der U3-Betreuung. Das ist die Mitfinanzierung der Ganztagsschulen. Das sind in Leverkusen zum Beispiel die großen Projekte der Regionale 2010. Jeder, der ein bisschen diese Stadt liebt, wird sich freuen,
dass wir die alten Wupperkähne wieder bekommen. Und diese gesamte Steganlage für 850.000 ist vom Land finanziert. Jeder, der in Hittorf wohnt, freut sich, dass er beim nächsten Hochwasser hinter einem festen Hochwasserschutz sitzt. Diesen Hochwasserschutz, das darf ich mir dann auch wirklich auch mal zurechnen, habe ich sehr forciert, dass der vorgezogen worden ist um viele, viele Jahre. Wir haben Glück gehabt mit diesem Winter und auch mit diesen langsam einsetzenden Schneeschmelze. Das nächste Hochwasser wird Hittorf nicht mehr treffen, dank einer CDU-geführten Landesregierung, die hier das Geld hingebracht hat. Ein weiteres ist, dass Leverkusen endlich, wir haben wunderbare Gymnasien, Ausrichtung in die naturwissenschaftliche Richtung, und wir werden demnächst eine Fachhochschule haben für angewandte Naturwissenschaften, etwas, was in unserer Stadt für unsere jungen Menschen hier unglaublich wichtig ist. Und noch etwas, diese Fachhochschule gibt dem ganzen Projekt Bahnstadt-Opladen genau den Impuls, die dieses große Projekt braucht, um für die gesamte Stadt Leverkusen zu einem Erfolg zu werden. Also das sind in der Kürze einige Punkte, und ich bin sehr glücklich, dass ich an dieser Politik mitgewirkt habe, und ich hoffe, dass der Rüdiger Schulz diese erfolgreiche Politik im Landtag für Leverkusen fortsetzen wird. Neben uns steht unser Landtagskandidat Rüdiger Schulz. Ich halte jetzt hier in der Hand den symbolischen Staffelstab. Natürlich kann man einen Abgeordneten-Sitz nicht vererben. Den musst du dir schon erkämpfen, lieber Rüdiger, aber da sind wir ja auf einem guten Weg. Jetzt würde ich dich bitten, liebe Ursula, diesen Staffelstab symbolisch weiterzugeben. Und ich frage dich, was möchtest du unserem Landtagskandidaten mit auf den Weg geben? Also ganz wichtig ist, immer im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern in Leverkusen zu bleiben. Genau da, wo der Schuh drückt, diese Anliegen auch im Parlament oder zunächst in der CDU-Fraktion ins Gespräch zu bringen und nur dafür sich einzusetzen, ja, manchmal auch dafür zu kämpfen, dass Leverkusen immer im Blick der Landesregierung bleibt, so wie es in den letzten 5 Jahren gewesen ist. Viel Erfolg, viel Freude in der Arbeit. Ich verrate sicherlich nichts Überraschendes, wenn ich auch mit etwas Wehmut diese Aufgabe lasse nach dem 9. Mai. Aber alles Glück und viel Erfolg wünsche ich Ihnen, lieber Herr Scholz. Liebe Ursula, dir nochmal vielen Dank. Ich möchte dir auch nochmal im Namen der Partei, wir alle, möchten dir für dein Engagement danken, für die vielen Jahre, die du dich auch aufgeopfert hast, gekämpft hast für unsere Stadt. Und als kleine Geste möchte ich dir gerne diesen Blumenstrauß überreichen. Ja, nochmal herzlichen Glückwünsche an unsere Landtagsabgeordnete Ursula Monheim. Ich habe jetzt hier bei mir stehen Rüdiger Scholz, unseren Kandidaten für den Landtag. Nochmal herzlich willkommen, lieber Rüdiger Scholz, bei uns. Ja, wir haben gerade schon gehört, den Wahlkampfsong auch von Jürgen Rüttgers, NRW in guten Händen. NRW ist sicherlich bei dir in guten Händen, aber auch Leverkusen, oder? Ja, NRW ist in guten Händen. Frau Monheim hat ja gerade schon die Erfolge der letzten 5 Jahre der CDU-geführten Landesregierung geschildert. Und Frau Monheim hat ja auch nochmal geschildert, was vor allem auch in den letzten 5 Jahren hier für Leverkusen an Erfolgen bei herausgesprungen ist. Das war der Hochwasserschutz, das ist Rheindorf gewesen, das ist die Förderung der neuen Bahnstadt, das ist der Campus Opladen, der zu uns kommen wird von der Fachhochschule. Das sind alles Erfolge, die zeigen, NRW ist auf dem guten Weg und Nordrhein-Westfalen hat in besonderer Weise profitiert. Und diese Arbeit möchte ich fortsetzen in den kommenden 5 Jahren. Der Stefan Erbel hat recht, man muss sich den Wahlkreis erkämpfen. Ich kämpfe dafür, dass in 2 Wochen dann ich auch Leverkusener Landtagsabgeordneter in Düsseldorf sein werde. Ich führe auch in dem Wahlkampf viele, viele Gespräche mit den Menschen hier, bei den Informationsstellen wie heute, bei meinen Hausbesuchen, die ich mache, bei zahlreichen Diskussionen, bei Bildungsveranstaltungen, bei Vereinen oder Unternehmensbesuchen. Und ich merke auch, es gibt auch eigentlich überhaupt keine Wechselstimmung. Die Menschen wissen, welche Erfolge sie Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und der CDU-Regierung in Nordrhein-Westfalen zu verdanken haben. Und sie wollen auch, dass diese Erfolge fortgesetzt werden und auf den Dingen, die wir in den letzten 5 Jahren erreicht haben, aufgebaut wird. Ja, richtig, Rüdiger. Der Staffelstab ist sicherlich das richtige Symbol für dich. Wettkampf, das hast du auch gezeigt. Sehr viel Bürger, die hast du in den letzten Tagen gezeigt, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten.
Und sicherlich ist natürlich dann die Frage, das wird sicherlich so weitergehen, aber was für Ziele hast du dir gesetzt für Leverkusen, für den Landtag? Ja, gekämpft wird natürlich bis zum letzten Tag, das ist so. Am 9. Mai ist Landtagswahl und bis dahin bin ich ununterbrochen im Einsatz, an jedem Tag. Mein Ziel ist, in Düsseldorf eine starke und vernehmbare Stimme, vor allem für Leverkusen zu sein. Als Landtagsabgeordneter natürlich das Land Nordrhein-Westfalen weiter voranzubringen. Zum Beispiel eine unserer Ziele, die wir uns vorgenommen haben, bei den Erfolgen der Bildungspolitik, die Frau Monheim schon geschildert hat, als nächstes zu erreichen in den kommenden 5 Jahren, eine Verringerung der Klassen, der Schülerzahl in den Klassen. Das geht auch nicht alles auf einmal. Aber wir haben uns zumindest vorgenommen, im Bereich der Grund- und Hauptschulen am Ende der nächsten Wahlperiode bei 25 Schülern zu sein. Und für Leverkusen ist für mich besonders wichtig, alles dafür zu tun, Arbeitsplätze in Leverkusen zu halten oder neue Arbeitsplätze nach Leverkusen zu holen. Da muss man natürlich ständig im Gespräch auch sein und im Gespräch auch bleiben mit den Unternehmen vor Ort, auch mit den Verbänden vor Ort, auch mit den Sozialverbänden, die ja hier auch ein nicht zu unterschätzender Arbeitgeber sind, auch im Sozialbereich, die Menschen pflegen, die Menschen im Gesundheitsbereich Nützliches tun, die aber natürlich auch viele Angestellte haben. Und man muss natürlich auf der anderen Seite auch immer sehen, wo gibt es da die Möglichkeiten, entsprechend Unternehmen und im Bereich des Sozialen hier Projekte, die in Leverkusen angestrebt sind, zu fördern, mit Mitteln, die wir aus dem Land bekommen, weiterhin zu versuchen, wie es in den letzten 5 Jahren gelungen ist mit Frau Monheim, entsprechende Förderung in diese Stadt zu bekommen oder umgekehrt, wenn jemand eine Idee hier in Leverkusen hat, ein Unternehmer oder ein Verband, zu sehen, wo gibt es eventuell Möglichkeiten mit Düsseldorf, einfach mal nachzuhaken, Informationen zu finden, zu suchen, dass wir einfach weiterkommen. Wichtig ist, dass wir sehen müssen, dass wir die Arbeit in Leverkusen halten und zusätzliche bekommen und dass vor allem auch die jungen Menschen in Zukunft weiterhin eine Chance haben, hier in Leverkusen bleiben zu können. Oder weitere junge Leute nach Leverkusen gezogen werden. Und da, glaube ich, werden wir mit dem Campus in Opladen eine gute Chance haben. Es werden viele junge Menschen, Studenten mit neuen und innovativen Ideen nach Leverkusen kommen. Und ich glaube, dass auch der eine oder andere von ihnen vielleicht mit Ideen für eine Unternehmensgründung auch hier am Standort in Leverkusen am Ende bleiben wird und dann auch hier Arbeitsplätze schaffen wird. Die RWTA Aachen hat gezeigt, dass das möglich ist und ich glaube, wir werden das auch in Leverkusen schaffen können. Ja, ich höre schon, Rüdiger, bei dir ist es ungefähr so wie bei Jürgen Rüttgers, der es erstmal ganz langsam angehen lässt, sich in der Bevölkerung Stimmen holt, sich gute Ideen holt und sie dann versucht umzusetzen. Sicherlich der richtige Weg, auf den Bürger zuzugehen. Jetzt hat Jürgen Rüttgers natürlich auch gesagt, rot, rot, nicht mit mir. Wie stehst du dazu? Ja, mit mir auch nicht. Also das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Wir erinnern uns ja an die Pressekonferenz Anfang der Woche, wo die SPD und die Grünen ja versucht haben, Rot-Grün zu dokumentieren als Ziel und wo der Herr Gabriel ja dann deutlich gesagt hat, Rot-Rot-Grün. Und ich möchte einfach mal sagen, das war kein Versprecher von dem Herrn Gabriel, das war ein Versprechen, wenn sie dann die Möglichkeit bekommen würden. Und wir müssen alles dafür tun, dass es dieses Szenario in Nordrhein-Westfalen nicht gibt, wer von Vergesellschaftung redet, wer davon redet, sogar kleine Eigenheime im Zweifel wieder zu enteignen, weil sonst Wohnraumbewirtschaftung im Hinterkopf bei denen ist. Es darf einfach nicht sein, dass die Linken hier in irgendeiner Weise auch nur die Spur einer Chance haben dürfen, irgendetwas hier zu entscheiden. Und deswegen brauchen wir eine klare Mehrheit. Deswegen sage ich am 9. Mai eine ganz klare Mehrheit für die CDU und für die Landesregierung, die Zweitstimme für die CDU und die Erststimme für mich, Rüdiger Scholz. Ja, herzlichen Dank, Rüdiger. Und liebe Bürgerinnen und Bürger, das kann ich auch nur noch mal bestätigen. Gehen Sie am 9. Mai zur Wahl, unterstützen Sie Rüdiger Scholz. Herzlichen Dank.